Okay, so, vielen Dank. Ich habe jetzt vielleicht eine ganz kurze Einführung überhaupt in das Thema, zu dem, wo wir arbeiten und auch eigentlich gleich einen Bezug zu dem Gelände haben. Ich starte das mal kurz. Es sind nur ganz wenige Slides, weil ich, wie Sie da jetzt auch nicht groß, vielleicht Hermann, können wir uns diesmal abwechseln und du drückst einfach den Cursor mal weiter. Also ich gehöre zu einer Gruppe, auch sogenannte Gruppe WaterG in unserem Institut, vielleicht mal die nächste. Was meint das oder worum geht es? Ich habe zum Beispiel diese Projekte hier alle mit betreut, im Potsdamer Platz oder auch in der Adlershof, im Moment viel in Berlin zugebaut. Wir verlieren grundsätzlich in Deutschland jeden Tag etwa 1 Million Quadratmeter durch Urbanisierung. Das ist so ein ungebremster Trend seit den 50er Jahren. Und das sind die Fragen irgendwie, wozu, zu welchen Flächen. Und dann natürlich ist das irgendwie auch ein immer größerer Flächenanspruch in Bezug auf Verkehr oder auch in Bezug auf Wohnungen. Jetzt mal das nächste, was meint WaterG? WaterG ist eigentlich die Verbindung von Wasser und Energie mal im Zusammenhang. Und zwar geht es um den Phasenwechsel von Wasser. Das sind pro Kubikmeter 700 Kilowattstunden beim Verdunstungsprozess und gleichzeitig im Kondensationsprozess. Das ist der größte Energietransporteur weltweit. Wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel, was kriegt man in einen Kubikmeter Wasser rein, dann sind das ungefähr 70 Kilowattstunden, wenn man den erwärmt von 30 auf 90 Grad. Aber der Verdunstungsprozess sind immer 700. Und man sieht das eben auch, was global passiert. Wir verdunsten eigentlich das meiste an Einstrahlung, das ist ein durchschnittlicher Quadratmeter weltweit, wird in die Verdunstung von Wasser umgesetzt. Und darum geht es eben auch am Tempelhofer Feld. Also was ist eigentlich der sogenannte Urban Heat Island Effekt oder der Eingriff in den Naturhaushalt oder in Natur und Landschaft ist, wir verändern genau diesen Bereich. Pro Tag kriegen wir auf einen Quadratmeter 4,5 Kilowattstunden Einstrahlung. Ein bestimmter kleiner Teil ist Reflexion, das ist alles das, was Sie sehen können. Also wenn Sie irgendwie eine grüne Wiese sehen, dann wird grün reflektiert. Das sind aber immer in jedem Fall weltweit immer weniger als 10%. Der größte Anteil ist thermische Strahlung, also die Umwandlung von kurz- in langwellig. Aber der größte Anteil ist immer die Verdunstung von Wasser und Sie kriegen nur einen kleinen Bereich sensible Wärme. Jetzt mal das nächste, Hermann. Das ist der sogenannte Urban Heat Island Effekt. Das ist auch hier in Tempelhof gemessen. Das ist ein Quadratmeter einer Dachfläche in der Uferfabrik, eine nicht begrünte Dachfläche. Und Sie sehen schon, wir wandeln eigentlich alles um in sensible Wärme und in langwellige Ausstrahlung. Und das ist eigentlich der Eingriff sozusagen im Bereich auf das Stadtklima. Jetzt das nächste. Wir können relativ viel kompensieren. Das ist jetzt die nächste Fläche. Und zwar ein begrüntes Dach. Also man kann schon einiges irgendwie an Kompensation rausnehmen. Das ist dein Dach, genau. Ich habe auch am Ende eigentlich sogar einen Slide hier. Bin damals auf deinen eigentlich Fußstapfen gefolgt, habe mal geguckt, was das denn eigentlich für Auswirkungen hat. Und vor 20 Jahren habe ich dazu meine Diplomarbeit angeschrieben. Einfluss von extensiver Dachbegründung auf das Stadtklima. Nächste. Vielleicht gehe ich schnell. Ich werde vom Moderator gebremst. Ich wollte nur eine Zwischenfrage stellen. Das hört sich gut an. Die Frage ist für uns, was bedeutet das? Was hat das für Konsequenzen? Diese Zahlen, wir haben da schöne Zahlen gesehen, aber was kommt da letztendlich für uns als Bewohner, was kommt langfristig da raus? Warum wird das gemacht? Ja, bislang sind es nur Zahlen, die angekommen sind. Also vielleicht gehen wir noch mal zwei zurück. Hermann, noch eine. Wir wandeln im Prinzip auch am Tempelhofer Feld diese Energiebilanz um in die nächste. Mach mal die nächste. Genau. Also im Prinzip ist es eine Verschiebung der Energiebilanzen. Und damit kämpfen wir weltweit, aber natürlich auch in Berlin-Brandenburg. Wir sind nach wie vor bei einer Flächeninanspruchnahme von 1 Million Quadratmeter. Also Sie müssen das praktisch täglich mal 1 Million allein für Deutschland rechnen. Und dann landen sie eigentlich bei einer klimatischen Verschlechterung. Und ich bin eigentlich nicht besonders begeistert von diesen ganzen Klimamodellen, die man immer hat, weil da sind nämlich diese latenten Wärmeströme meistens nicht richtig drin. So, deswegen ist jetzt auch die Frage, was das für uns als Bedeutung irgendwie im Tempelhofer Feld hat, ist eigentlich eindeutig. Über diesen Bebauungsprozess wird sich natürlich dann eben auch in der Energiebilanz das Klima ja an
angrenzenden Flächen in der Regel verschlechtern. Da habe ich vielleicht eine kleine Frage gestellt. Das war einer der wesentlichen Punkte, ist ja die Frage, ist das Wasserbecken überhaupt, ist die Becken auf Augenhöhe überhaupt so richtig erteilt? Wenn es um die Verdunstung geht, wie wird da eingegriffen? Es wird ja da vorne auf dem einen Plakat der Tempelprojekt GmbH das so geschildert, als ob das eine Ausgleichsfläche ist, eben über die Verdunstung, weil zusätzliche Flächen verdichtet werden und dadurch jetzt eine höhere Verdunstung stattfinden würde, wenn da eine Wasserfläche ist, dass es einen positiven Effekt hätte. Naja, das ist jetzt ein bisschen einfach gesprochen, das stimmt so eigentlich nicht. Die Verdunstung ist eigentlich abhängig immer von der Oberfläche. Wenn man sich vorstellt, dass eine Grünfläche natürlich eine größere Oberfläche hat als eine offene Wasserfläche. Die potenzielle Verdunstung irgendwie von der Wasserfläche ist ungefähr das gleiche wie Rasen und das haben wir im Moment auf dem Tempelhofer Feld. Mehr Verdunstung kriegt man natürlich hin, indem man halt Bäume anpflanzt, aber dadurch, dass sie jetzt irgendwie einen Rasen ersetzen durch eine Wasserfläche, kriegen sie nicht unbedingt mehr Verdunstung hin. Der einzige Vorteil ist, dass sie halt die potenzielle Verdunstung in eine absolute Verdunstung überführen, weil immer genug Wasser zur Verfügung steht. Das ist der einzige Unterschied zu einer Rasenfläche. Aber damit irgendwie komplett die Flächen, die angrenzenden Flächen, die sie voll versiegeln, irgendwie damit zu kompensieren, das stimmt so nicht. Bevor ich jetzt weitergehe, für mich eine Verständnisfrage. Wenn ich jetzt einen offenporigen, sandigen Boden habe, der mit Grundwasser gespeist ist, weil dort Pflanzen sind, Wurzeln unten drin, die Feuchtigkeit speichern, habe ich da jetzt nicht, da mache ich jetzt einen Gedankenfehler, wenn ich sage, über die Sandkörner habe ich eine größere Oberfläche, die dort unten sind, gerade in dieser Rasenform, ist nämlich der Rasen verdunstet, auch das Wasser, das von unten rauskommt, aus dem Atlantischen Boden verdunstet, habe ich da nicht einen größeren Verdunstungsgrad als bei einer offenen Wasseroberfläche oder einem normalen Rasen? Nee, das ist ungefähr das Gleiche, aber wenn Sie jetzt sozusagen das Ziel haben, über diese Wasserfläche irgendwie 100% Bebauung irgendwie zu kompensieren, dann schaffen Sie eben nicht. Ja, Sie können über eine Rasenfläche mehr verdunsten, dadurch, dass ein Rasen aber eine viel größere Oberfläche hat als das Wasser. Aber dadurch, dass die Wasserfläche halt immer Wasser auch zu 100% zur Verfügung hat, kriegen Sie auf einer Wasserfläche ungefähr auch das gleiche verdunstet. Sie müssen den Rasen ständig wässern. Das machen wir aber natürlich auf dem Tempelhofer Feld auch nicht. Also wir machen keinen Eingriff sozusagen durch Bewässerung. Man kann es aber dadurch die Verdunstung erhöhen, indem man einfach ein paar Bäume pflanzt. Das ist jetzt irgendwie ein Zielkonflikt, den wir eventuell haben planerisch, aber im Prinzip müssen, war alles mal Wald. Wir haben diesen ganzen Wald umgewandelt halt in Rasenfläche oder versiegelte Fläche und das hat natürlich auch eine globale Konsequenz, denn wenn wir kein Wasser mehr verdunsten, kriegen wir auch keine Niederschläge mehr, das ist sozusagen Schneeball-Effekt. Das war aber etwas, was auf den nächsten Slides kommt. Die müssen wir jetzt aber auch nicht durchgehen. Das war sozusagen für mich jetzt nochmal so ein Einstieg in diese Gesamtfrage, um Ihnen auch ein paar Argumente zu liefern, warum wir vorsichtig sein müssen mit der zunehmenden Ansprechnahme von Flächen. Hermann. Mit dem Wasserbecken müssen wir auch passen, dass wir das nicht wiederholen, was letzte Woche Donnerstag passiert ist. Aber einmal grundsätzlich. Wir haben dieses Wasserbecken wird errichtet an der kältesten Stelle des Ortes. Und gleichzeitig die angrenzt an die heißeste Stelle des Ortes. Marco, vielleicht erklärst du uns mal da. Also es sind ja auch in der Ausstellung im Flughafen, kann man sich das ja anschauen, da sind ja so Klimasimulationen. Ich habe bei Professor Horvath nachgefragt, was er davon hält. Und er sagt, er hält da gar nichts, weil das ist alles, sind alles nur Klimamodelle. Und sie basieren eben nicht auf echter Feldforschung oder sagen wir mal eben Temperatur, langreinen Temperaturmessung. Und was ihn halt besonders enttäuscht, ist, dass überhaupt keine Quellenangaben erfolgen. Wir hatten es ja hier auch nochmal versucht, von dem Gutachter da klare Zitate und Bezüge herzukriegen, dass da hieß es ja, das geht nicht, man findet das nicht. Aber also meine Bitte wäre nochmal, weil Sie versuchen ja, das genau umzudrehen. Sie behaupten, das Tempelhofer Feld sei, wenn man da nichts mitmachen würde, dann wäre es an der Überhitzung Berlins, das wäre der heißeste Ort Berlins und würde praktisch diesen Heat Island Effekt anheizen. Und deshalb müssten Sie eben da diese Verdunstungsfläche, du weißt es glaube ich nicht, wir haben 105.000 Kubikmeter
Jahresniederschlag, der dort Oberflächenwasser, der dort eingeleitet wird, aber eine Verdunstung und zwar nur von diesen 23.000 Quadratmetern von 158.000 Kubikmeter. Das heißt, es wird die Hälfte mehr verdunstet, als überhaupt an Oberflächenwasser reinkommt. Das holen die nämlich unten aus den Tiefbrunnen raus. Regenwasser fließt da fast gar nicht rein. Und dann haben die, das taucht in der Wasserbilanz gar nicht auf, dieses 7.000 Quadratmeter große Schilfbecken, wo die Verdunstung ja sogar noch höher ist als bei Bäumen. So, aber dieser Effekt, was bedeutet das für die Anwohner zum Beispiel unten in der Unterstadt, da Bergmannstraße, in Eisenhauerstraße, in Kreuzberg, die uns vor einem Jahr gesagt haben, wenn ihr da oben was verändert an dieser Klimamaschine, dann ersticken wir hier. Haben die recht? Also insofern hat Herr Horbert, weil ich bin ja auch in dieser Schule mit groß geworden, recht, dass die Klimamodelle irgendwie nicht so richtig stimmen. Also die haben irgendwie genau bestimmte Parameter nicht mehr drin. Wenn man jetzt so eine Fläche wie am Potsdamer Platz mitgeplant, halt auch in so eine Wasserfläche umwandelt, die halt viel Schilfbestand hat, dann verdunstest du schon auch noch eine Menge Wasser. Muss man mal gucken, wo das eigentlich alles herkommt. Meiner Meinung nach war die Begründung ohnehin irgendwie, dass das Regenwasserentgelt nicht mehr bezahlen wollen. Irgendwie von diesem ganzen Bereich, das ist eigentlich der eigentliche Hintergrund. Soweit ich weiß, kriegen die Berliner Wasserbetriebe im Moment das Regenwasserentgelt irgendwie von den angrenzenden versiegelten Flächen. Ich kann. Das ist doch wieder zurück, das ist doch mittlerweile eine 100% Landestochter wieder. Also das ist. Ich wollte versuchen, hier kein Zweiergespräch draus zu machen. Ich würde vorschlagen, dass Herr Schmidt erstmal Ihren Eingangsvortrag zu Ende bringt und wir dann weitere Fragen. Genau, vielleicht gehe ich mal kurz weiter, weil. Hermann, du kannst ja mal kurz noch, genau. Wir hatten eigentlich in der Grafik davor, das ist immer eine ganz interessante Grafik von Greenpeace, die ich immer gerne verwende. Der große Kubus ist das, was an Energie pro Jahr auf die Welt einstrahlt und der ganz kleine ist das, was wir an Energie verbrauchen. Und links, das sind immer die Ressourcen, die wir noch zur Verfügung haben. Also solange wie der Kleine in diese etwas größeren passt, solange haben wir noch fossile Ressourcen. Eigentlich ist das immer nur eine Werbung, dass wir irgendwie unbedingt umsteigen müssen auf erneuerbare Energien. Und wie groß das Potenzial eigentlich ist der solaren Einstrahlung im Verhältnis zu dem, was wir brauchen. Mach mal die nächste. Und das habe ich mal dargestellt irgendwie in Relation von dem, was von der Einstrahlung umgesetzt wird pro Jahr in die Verdunstung von Wasser. Also da ist eigentlich ein großer Bereich, deswegen ich bin auch ein Gegner der globalen Klimamodelle, weil die haben das nämlich gar nicht mit drin. Das können sie nämlich gar nicht modellieren. Das nächste, das ist jetzt die Flächennutzung Deutschland. Wir haben zurzeit über 50% Landwirtschaftsfläche und 13,4% Siedlungsverkehrsfläche. Die nächste. Landwirtschaftsfläche sieht oft so aus, das heißt hier mal eben auch eine ganz starke Reduzierung der Verdunstung, sobald man eben nämlich keine Vegetation mehr hat nach der Ernte, kriegen wir auch in Deutschland immer diese großen Hitzeeffekte. Da wird kein Wasser mehr verdunstet, keine Vegetation mehr drauf. Das ist mal einmal im Juni und einmal im August, wenn man einmal den Weizen und einmal den Mais erntet. Nächste. Und das ist jetzt die Veränderung, die wir haben jeden Tag. Grundsätzlich hier 2011 gegenüber 97 eine Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche von 13,8%. Das ist also nicht unerheblich. Dann die nächste. Das sind die globalen Zahlen dazu. Wir verlieren jeden Tag ungefähr 800 Quadratkilometer. Das ist die Fläche Berlins an Vegetation weltweit. Das ist dramatisch. Und das wird man sich natürlich dann hier auch im Berlin-Brandenburger Raum, setzt sich das auch fort. Wir haben, weil ich wohne in Potsdam, auch diese Diskussion um Krampnitz. Das war neulich noch ganz gut in die Story vom WDR, eine ganz gute Dokumentation, irgendwie mit welchen Mitteln da gearbeitet wird. Genau das Gleiche findet eben auch in Potsdam gerade statt, irgendwie in Anspruchnahme von Landwirtschaftsfläche und Freifläche und Grünfläche und von Landschaftsschutzgebiet in Siedlungs- und Verkehrsfläche und dann die nächste. Und das ist jetzt eigentlich das, worüber wir auch diskutieren. Also wenn wir jetzt sagen, wir versiegeln 10 Quadratmeter und versuchen dann dieses Wasser auf einem Quadratmeter zu managen, hat das eigentlich neben genau nicht diese Funktion, dass wir das klimatisch kompensieren, sondern wir versuchen eigentlich nur möglichst viel Wasser in den Untergrund zu versickern. Das ist aber eigentlich nicht genau das, was fehlt. Das ist auch genau das, was wir jetzt auch an so einem Teich machen. Wenn du gesagt hast, 105.000 Kubikmeter ist sozusagen der Zufluss, ne? Man kriegt das jetzt natürlich nicht in die Verdunstung, sondern eigentlich nur die Versickerung.
Jetzt ist es so, dass wir irgendwie in ganz Berlin immer überkompensieren die Grundwasserneubildung. Aber wenn ich mal in die Runde frage, wie viel ist denn eigentlich Grundwasserneubildung im Abfluss und wie viel ist Verdunstung hier im Einzugsgebiet? Hat da jemand so eine Vorstellung? Wie viel verdunsten wir eigentlich vom Niederschlag? Wir haben so 600 bis 700 Millimeter, so 60 bis 70 Zentimeter Niederschlag pro Jahr. Wie viel geht in die Verdunstung und wie viel in die Grundwasserneubildung in den Abfluss? 1% und 99%. 1% Verdunstung, 99% Abfluss. Umgekehrt. Umgekehrt ist es global, aber man kommt schon hin. Also wir haben in Berlin-Brandenburg 80% Verdunstung davon und 20% Abfluss und Grundwasserneubildung. Was wir jetzt hier machen mit solchen Maßnahmen? Im Moment ist Abfluss wirklich Grundwasserneubildung? Nein, ja, doch eigentlich ja. Grundwasserneubildung ja, es sei denn, die Vegetation hat auf das Grundwasser einen direkten Zugriff. Also nicht alles, was infiltriert, ist natürlich auch... sondern es ist so, dass wir den Boden als Speicher benutzen über das Jahr und wieder in den Verdunstungsprozess überführen. Wir haben aber in Berlin keine Reduzierung der Grundwasserneubildung. Das denkt man immer. Wir haben viele Flächen, zum Beispiel diese Gehwegsflächen, die haben ungefähr 80% statt 20% Grundwasserneubildung, weil wir haben keine Verdunstung. Das geht also alles durch diese kleinen Fugen in den Untergrund, kommt aber nicht wieder hoch. Weil wir haben zwar einen Bodenspeicher, aber sie haben keinen. Im Prinzip fehlt die Vegetation. Das setzt aber voraus, dass es nicht zu asphaltiert ist. Ja, genau. Asphalt ist sozusagen 100% versiegelt, aber wir überkompensieren diese 100% versiegelten Flächen, die eigentlich keine Grundwasserneubildung haben, mit solchen Flächen wie diesen Gehwegen. Und dadurch haben wir in Berlin irgendwie ungefähr auch die gleiche Grundwasserneubildung wie unter Grünflächen. Das ist einfach. Status. Und wir kriegen diesen Urban Heat Island Effekt, weil es fehlt nicht die Grundwasserneubildung, sondern es fehlt die Verdunstung. 80% wäre eigentlich Verdunstung. Und über solche Maßnahmen, wie auf so einem See, erhöhen wir eigentlich nur die Grundwasserneubildung, aber nicht den Verdunstungsanteil. Also insofern ist der Eingriff in Natur und Landschaft einfach gegeben. Aber dann auch dann, wenn wir gehört, das Wasserbecken wird im Prinzip betoniert. Ist also eigentlich dann ja dicht und ist keine Versickerung. Ja, ich gehe aber mal davon aus, dass man in den Randbereichen dann eben Versickerungsfläche schafft. Das heißt, immer dann, wenn Sie den Grundwasserstand erhöhen, müsste es dann eigentlich in die Versickerung gehen. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wo geht denn das Wasser sonst hin? Es geht ja nicht in den Kanal. Es geht in die Brandschutzleitung. Ja, aber es brennt ja nicht ständig. Also das ist nein, das Wasserbecken ist Baulogistik. Ja. Das werden Sie benutzen für die Bauten, um dort eben das Untergrundwasser oder Schichtenwasser dort drin zu sammeln, dann zu verdunsten, damit Sie die 3,41 € pro Kubikmeter Kanalgebühr nicht bezahlen müssen. So, und es sind, das Einzige, was Sie gemacht haben, ist, Sie haben sich eine Erlaubnis geben lassen für die Verrieselung von 5.800 Kubikmeter pro Jahr. Das ist das, was die Gärtner da vom Allende-Kontor und an der Arche Metropolis da weggießen. Ja gut, das ist okay. Wenn man die weggießt, dann sind sie wirklich im Verdunstungsprozess. Ansonsten verschwinden die irgendwo im Untergrund und da wollen wir es aber eigentlich nicht haben. Ja, aber wir sind ja hier, das Highlight dieser Fläche ist ja Kaltluftentstehung. Ja. Und das sind kriechende Ströme und Verdunstung ist immer eine Thermik, die bringt es nach oben. Ja und das heißt, nein. Was passiert mit der kalten Luft, die ins Tal runterfließen soll, wenn wir da so einen Schloteffekt haben, direkt vor dem Flughafen? Also trotzdem wird die Einstrahlung in Verdunstung umgesetzt, deswegen kriegst du kalte Luft, das ist einfach der Grundsatz. Und dann musst du natürlich die Strömung mit berücksichtigen. Also ich kann jetzt nicht für oder gegen dieses Wasserbecken sprechen, weil ich es jetzt nicht genau kenne. Damit muss man sich auseinandersetzen, aber im Prinzip sind viele Argumente immer vorgeschobene Argumente, das ist immer so. Die bauen halt das Wasserbecken, weil sie brauchen halt so und so viel Kubikmeter für den Brandschutz. Das ist vorgeschrieben, das wissen sie jetzt schon. Also bauen sie wahrscheinlich so ein Ding hin, außen wollen sie 3,50 Euro sparen, auch völlig klar. Das geht im Moment ja in die Flughafengesellschaft, glaube ich. Die müssen das irgendwie abdrücken, also sozusagen Land Berlin. Der zukünftige Betreiber dieses Gebäudes, den kennen wir ja. Ja, okay. So. Gut, also das ist es halt nicht. Ne? Normal würden 100 Liter auf einen Quadratmeter versickern. Hier sind es jetzt dann eben 4000, wenn man sozusagen Versickerungsmaßnahmen macht. Das ist eigentlich nicht grundsätzlich das Ziel. Also wenn man das Ziel Eingriff in Natur und Landschaft reden, dann müssten wir Bäume pflanzen im Prinzip. Nächste, ich glaube, dann bin ich noch gleich durch. Ich glaube, das war's. Genau, das ist eigentlich die letzte Folie.
Weil auch noch ein paar kritische Anmerkungen dazu, weil auch diese globalen Modelle haben genau, ich halte die eigentlich für Blödsinn. Eigentlich aus dem einfachen Hintergrund, weil diese zentrale Komponente, Energiesprung durch latente Wärmeströme, das ist ja die Verdunstungsprozesse, die eigentlich drin sind. Und wenn Sie einen Kubikmeter nicht verdunsten jetzt, ich habe ja gesagt, 80% würden eigentlich immer in den Verdunstungsprozess überführt werden, dann kriegen Sie im Schnitt 4 Kubikmeter weniger Niederschlag. Das ist halt interessant, weil nur dieser eine Kubikmeter, den Sie verdunsten, wird irgendwann zu Regen und der wird wieder verdunsten zu 80%. Das ist sozusagen der kleine Wasserkreislauf, nennen wir das. Und das Wasser, was Sie hier vor Ort bekommen an Niederschlag, kommt jetzt nicht vom großen Wasserkreislauf, das ist der, den wir unterscheiden, zwischen den Meeren, den Weltmeeren und der Landfläche, sondern kommt meistens von dem kleinen Wasserkreislauf. Das ist also das ist Wasser, was zum Beispiel in Frankreich, in Portugal schon verdunstet ist oder auch in Brandenburg. Und wenn Sie diesen Kreislauf unterbrechen, einfach einmal, das heißt, 1 Kubikmeter nicht in den Verdunstungsprozess überführen, in Spanien. Spanien ist jetzt fast in vielen Teilen ziemlich verwüstet, weil sie einfach angefangen haben, die Flächen abzuholzen und irgendwie zu versiegeln. Dann kriegen sie hier weniger Niederschläge. Und das ist für mich im Moment die Ursache für auch den globalen Klimawandel. Und diese Treibhausemissionen, ich bin einer der wenigen übrig gebliebenen Kritiker von den globalen Modellen, was ihnen da erzählt wird. Sondern es geht irgendwie eigentlich immer primär um diesen Wasserkreislauf, weil der erzeugt die Kälte mit 700 Kilowattstunden pro Kubikmeter. Und sich das rausrechnen, wenn Sie wissen, dass Sie 800 Quadratkilometer jeden Tag verlieren, dann erzeugen Sie dadurch irgendwie ein Vielfaches durch die Veränderung des kleinen Wasserkreislaufs auch noch an sozusagen Wärme. Damit bin ich eigentlich hier durch. Also das ist eigentlich mein zentrales Argument auch, warum man so eine ganz sensible auch mit solchen Flächen umgehen muss. Der Trend ist aber global gigantisch im Moment, irgendwie der Inanspruchnahme von Flächen. Okay. Eine Frage, Sigrid, hat es als ich deine Frage geklärt? Ja, das ist mit der riesigen Dachfläche zu tun haben. 100.000 Quadratmeter Geschossfläche, also Dachfläche. Wenn man jetzt die extensiv begrünen würde, könnte man wird erstmal Wasser gehalten. Ja? Und die Effekte, die Sie jetzt beschrieben haben, würden dann dadurch positiv sagen, verbessern. Das heißt also, das müsste man einmal beachten. Im Prinzip haben Sie recht, also wir können auch schon einiges kompensieren, aber meistens findet es leider nicht statt, das ist immer das Problem, also wir müssen es durchsetzen. Wenn Sie auch eine begrünte Dachfläche, eigentlich die schwierigste, die ich gesehen hatte, war auf dem Jüdischen Museum, und man nennt das dann Dachbegrünung, aber im Prinzip waren 80% davon leider Kiesstreifen, weil sie sehr viel Dachdurchdringung haben. Wegen Brandschutz wird dann immer sehr viel Kies drumherum gemacht. Also wenn Sie dann auch am Potsdamer Platz haben, eigentlich nur 50% umsetzen können. Wir haben zwar gesagt, wir brauchen 100%, aber Sie haben immer diese Randstreifen aus Brandschutzgründen, die ich eigentlich weglassen würde, aber so sieht dann doch die Realität aus. Und Sie können natürlich mit 8 cm Boden jetzt nicht 100% irgendwie des Eingriffs ausgleichen. Das ist auch Fakt. Also das, was Sie im Moment haben an der Fläche, das zu 100% auszugleichen auf den Dächern, das schafft man in der Regel nicht. Und es gibt aber natürlich auch andere Maßnahmen, die man noch machen kann. Wir haben noch einmal an einem Gebäude 450 Kletterpflanzen gesetzt, um das von außen zu verschatten und die versorgen wir mit dem Regenwasser von den Dächern. Das ist ein Atlashof, die Physik, das ist also eines meiner Projekte. Ja. Okay, dann habe ich jetzt vielleicht noch mal ein paar Fragen gleich. Würde ich ganz gerne mal zurückkommen, bitte. Und zwar, was wird sich jetzt konkret, oder was kann sich konkret jetzt durch dieses Wasserbecken lokal im Klima ändern? Ist es zum Beispiel möglich, dass sich durch die Kombination von Flughafengebäude und der Landform, durch die Anlage des Beckens jetzt mit dem Wall, ein eigenes Mikroklima auf dem Feld herausbilden wird, das im Wesentlichen der Gebäuderückseite und innerhalb des Geländes, innerhalb dieses Ringes, was man ein Drittel des Feldes ausmacht, dass es dafür einen Temperaturausgleich sorgen wird, um diesem Urban Heat Island Effekt entgegenzuwirken? Ist das denkbar? Ja, man müsste sich das jetzt mal genauer angucken. Also alle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind nie 100% Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Das kriegt man einfach nicht hin. Und wenn man jetzt den Status quo sozusagen erstmal betrachtet und sagt, dafür legen wir jetzt ein Wasserbecken an, darüber kann man dann diskutieren, aber es geht dann ja eigentlich um
sozusagen Infrastrukturmaßnahmen, die im Vorfeld zu Baumaßnahmen errichtet werden. Und ich denke, die Baumaßnahmen sind dann das Problem, nicht unbedingt dieser See. Aber eigentlich hatten Sie dazu ja eigentlich auch einiges an noch vorbereitet, auch an der Präsentation. Vielleicht sollte man anhand von Ihrer Präsentation darüber mal reden. Können Sie das mal machen? Ja. Wobei auf das auch, dass er nochmal gerne zurückkommen würde auf das letzte. In der Zwischenzeit. Aber dann würde ich jetzt in der Zwischenzeit eine Zwischensprache liegen zu lassen.